Willkommen zu unserem heutigen Digit Webinar. Mein Name ist Sebastian Deck. Ich leite das Marketing bei Digit. Wir sprechen heute in unserem Webinar über das Thema Trends in Regulatorik, PSD2 und Datenstandards. Ich freue mich, unseren CPO, Chief Product Officer Marc Bevernick begrüßen zu können, der den Vortrag halten wird zu dem Thema. Wir zeichnen die Veranstaltung wieder auf. Alle Teilnehmer erhalten im Nachgang auch den Link zu der Aufzeichnung. Sie können während des Webinars gerne über das Fragefenster auch Ihre Fragen einreichen. Die wird mein Kollege im Anschluss an seinen Vortrag auch gerne beantworten. Ansonsten gibt es nur noch eines zu sagen. Wir werden im Laufe des Webinars Sie einbeziehen durch zwei Kurzumfragen und würden uns freuen, wenn Sie an beiden Umfragen teilnehmen könnten, weil wir glauben, dass wir ganz interessante Hinweise auch auf die Relevanz der Themen, die wir heute vorstellen, gewinnen können. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihr Interesse an dem Thema und Mark, the stage is yours. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Marc Bevernick ist mein Name. Ich werde Sie jetzt, ja, ich weiß nicht, ich denke mal, in den nächsten 30 Minuten ungefähr durch das Thema der PSD2 und Standardisierungstrends für Banken führen und Ihnen da ein bisschen so Einblicke geben, was wir auch so in den letzten Monaten über, ja, neue Themen, neue Trends herausgefunden haben. Ich hoffe, Sie sehen meine Folien. Und würde jetzt hier auch gleich weitermachen. Ganz kurz noch eine Einführung, wer wir als Indigit sind. Wir sind ja ein, ich würde mal sagen, noch recht junges Unternehmen. Wir wurden 2016 gegründet. Wir sind inzwischen auf eine Größe von ungefähr 50 Mitarbeitern angewachsen, sind in 50 Orten in Europa aktiv, wobei wir hier den Hauptsitz in München haben, wo ich jetzt auch gerade sitze. Und von hier aus bedienen wir in, ja, ganz Europa 30 Kunden in, ja, 10 unterschiedlichen Ländern. Und eine kleine Auswahl von den Kunden sehen Sie auf der linken Seite, was jetzt hauptsächlich schon Banken betrifft, die wir als Kunden gewinnen konnten, aber auch, sag mal, gerade aus der Open Banking Sicht, von der Demand-Seite her, Anwender wie Mobile, die jetzt Open Banking Lösungen von uns einsetzen. Und ja, da hoffen wir, Ihnen jetzt ein bisschen auch aus den Erfahrungen mit diesen Kunden berichten zu können. Von der Agenda her wird es so ablaufen, dass ich am Anfang über die aktuellen Einsätze unserer PSD2-APIs berichten werde und da schon die ersten Trends ableiten kann und Ihnen so ein bisschen mitteilen werde, was wir so wahrnehmen momentan. Wir werden dann Blick nehmen in die Marktentwicklungen, was passiert hinsichtlich Open Finance im Markt und schauen uns dann im Folgenden an, wie die Burning Group heute auf die Nachfrage der Marktteilnehmer reagiert und was es dort für Erweiterungen geben wird, um Open Finance Use Cases in der Zukunft zu unterstützen. Und zu guter Letzt gebe ich noch einen Ausblick auf ein Thema, das mir auch selbst sehr am Herzen liegt, nämlich ein neues Produkt, das wir momentan gerade in der Entwicklung haben, das letztlich die Security und die Sicherheitsanforderungen für Open Finance APIs grundsätzlich für Banken lösen kann. Aber tauchen wir ein in die Verwendung der APIs und Trends, die wir daraus ableiten können. Nochmal als Überblick kurz, worüber wir jetzt im Folgenden in den nächsten Slides reden. Es geht hauptsächlich hier um die APIs, die im Rahmen der PSD2 Compliance angeboten werden. Die ja, wie die meisten wahrscheinlich von Ihnen wissen, seit 14. September 2019 dann tatsächlich dann im Live-Betrieb durch die Banken auch zur Verfügung gestellt werden müssen und die sich gliedern in das Thema Account Information Services, was Sie auf der linken Seite sehen, wo es darum geht, Consents zu erstellen, Account-Informationen und Karteninformationen abzurufen. Die Payment-Initiierung in der Mitte zur Auslösung von Zahlungen durch Dritte oder auch die Löschung von Zahlungen und die Funds Confirmation. Ich sag mal so ein bisschen der Exot unter den Use Cases, aber da vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Und dann haben wir natürlich die, sagen wir, Sicherheits- beziehungsweise anderen relevanten Themen, wie Strong Customer Authentication oder Signing Baskets, die grundsätzlich auch im
Standard-Offering von uns an die Kunden mit zur Verfügung gestellt wird. Also das ist so dieser Rahmen, den wir momentan haben und wo wir uns jetzt angucken, was passiert denn da eigentlich genau. Wenn wir jetzt die folgenden Statistiken anschauen, dann handelt es sich hierbei um Zahlen, die aus Kunden in 8 unterschiedlichen europäischen Ländern entstanden sind. Dort haben wir momentan 36 produktive Instanzen laufen. Diese Produktivinstanzen umfassen produktive Live-Systeme, umfassen die Sandbox-Systeme. Und das ist letztlich das, was wir momentan dann auch in den Auswertungen mit berücksichtigt haben. Das Ganze läuft bei uns als SaaS-Lösung in 3 redundanten Datencentern. Auch wenn wir die Möglichkeit haben, unsere PSD2-Lösung auch on-premise anzubieten, sind die Zahlen jetzt heute nicht mit dabei, sondern reduziert sich quasi lediglich auf das, was wir heute im SaaS-Offering haben. Und insgesamt, was wir jetzt vorher schon gesehen haben auf der Slide vorher, diese Use Cases lassen sich zu 48 unterschiedlichen Hauptendpunkten der APIs zusammenfassen und darüber sind jetzt die folgenden Zahlen. Wir haben uns mal angeschaut, wie sich der API-Traffic im vergangenen Jahr entwickelt hat. Wir starten links im Dezember 20 und sehen dann, dass wir eigentlich ein kontinuierliches Wachstum bis Dezember 21 sehen. Und wir unterscheiden hier zwischen Traffic auf den Live-Systemen blau und den auf den Sandbox-Systemen pink. Und natürlich dann die zusammengefasste Information. Was wir feststellen ist, dass, wenn man mal vergleicht, Dezember 20 zu Dezember 21 haben wir insgesamt ein Wachstum von 930%. Also da ist ordentlich was an Traffic dazugekommen. Und wenn man sich das jetzt mal runterrechnet, was bedeutet das jetzt für die durchschnittliche monatliche Steigerung? Da sehen wir halt immer noch, dass wir im Vergleich zu 2020 Dezember im Durchschnitt um 600% mehr API-Aufrufe verzeichnen können. Das heißt, was man zu 2021 hier sagen kann, es ist weiterhin eine hohe Nachfrage nach dem Thema und die Nachfrage wächst. Das heißt, diese Steigerung kommt hauptsächlich davon, dass zum einen neue TPPs mit in den Markt kommen und auf die Bankensysteme zugreifen, aber auch, dass die bestehenden TPPs auch ihren Verkehr entsprechend erhöht haben, weil die Endkundennachfrage gestiegen ist. Ein weiteres interessantes Thema aus meiner Sicht ist, dass wir sehen, dass die Sandbox-Systeme fast gar nicht genutzt werden. Also ist ein Stück weit natürlich auch nachvollziehbar, weil normalerweise braucht man die natürlich nur während der Integration und in der Tat der Haupttraffic läuft auf den Live-Systemen. Nichtsdestotrotz, auch was ich jetzt noch aus der Information aus unserem Support mitbekommen habe, ist es oftmals so, dass TPPs heute zwar integrieren, aber sehr, sehr schnell von der Sandbox runtergehen und auf die Live-Systeme gehen und dann oftmals mit Testkonten, die sie selbst haben, dann auf den Live-Systemen auch ihre Integration fertigstellen. Die Besonderheit, was hier noch momentan erwähnenswert ist, ist, Sie sehen in Oktober 21 und November 21 einen recht hohen Peak. Und der ist insbesondere dadurch zu erklären, was wir dann bei näherer Analyse festgestellt haben, dass ein TPP hier mit einer Bank von uns integriert hat und dort ein Polling der Statusinformationen realisiert hat. Was dazu geführt hat, dass im Rahmen einer Strong Customer Authentication ganz häufig, und zwar im Sekundentakt, angefangen wurde, Informationen abzurufen und letztlich dazu geführt hat, dass wir plötzlich enormen Traffic-Anstieg zu verzeichnen hatten. Das war jetzt für uns, ich sage mal, aus technischer Sicht erstmal kein Problem, weil unsere Systeme hier so sicher ausgelegt sind, dass wir sowas verkraften können. Aber interessant, wenn man jetzt nicht so stabile Systeme hat, beziehungsweise wenn man auch hier Schwierigkeiten hat in der Skalierung, kann es eben dazu führen, dass ich eine Nichtverfügbarkeit riskiere,
durch, ich sag mal, ein schlechtes Design der APIs, beziehungsweise ich dann sehr hohe Kosten habe, indem ich dann beispielsweise Ressourcen kurzfristig nachschieben muss. Da gibt es aber jetzt auch schon Lösungsmöglichkeiten, da hat auch die Burning Group schon reagiert mit Implementierungsvorschlägen, um genau solche Probleme in der Zukunft auch vermeiden zu können. Wenn wir uns jetzt weiter mal anschauen, und zwar wie die API-User sich entwickelt haben über das Jahr 2021, dann stellen wir auch fest, das hatte ich jetzt vorhin schon erwähnt, dass wir dort einen relativ starken Anstieg hatten, nämlich während wir 2020 noch von 50 aktiven TPPs und Banken geredet haben, sind 2021 dann insgesamt 175 gewesen. Interessant dabei ist, dass die TPPs, die ungefähr verdoppelt haben, also die reinen Third-Party-Provider, die dann tatsächlich auch lizenziert sind, werden wir aber sehen, dass die Banken dann extrem starken Anstieg zu verzeichnen haben. Das heißt, das Geschäft, das ja in der Vergangenheit oft durch TPPs gemacht wurde, ist jetzt auch was, was wahrscheinlich die Banken langsam für sich entdecken und wo sie versuchen, eben auch erste Gehversuche zu realisieren. Was man allerdings aber feststellen kann, wenn man sich jetzt mal die Tabelle hier unten im Genauen anschaut, dass jetzt zwar wir 115 Banken haben, aber auf der anderen Seite, dass diese nur 4% des gesamten Traffics ausmachen, während 96% des Traffics durch die TPPs gemacht wird. Und hier auch, wenn man sich anschaut, wie ist die Verteilung der Rollen, die jetzt ein TPP inne hat, sehen wir auch, dass ein Großteil reine AISPs sind, beziehungsweise AISPs und PISPs. Vergleicht man jetzt diese Zahlen, die jetzt in unseren Systemen entstanden sind, mit dem, was wir beispielsweise jetzt auf europäischer Ebene sehen, dann stellt man fest, auch hier können wir insgesamt bei der Anzahl an neu lizenzierter TPPs in Europa einen Zuwachs erkennen. Das sind jetzt Zahlen, die leiten sich hauptsächlich aus dem EBA-Register ab, wo die lizenzierten TPPs europaweit mit zur Verfügung gestellt werden und die hier auch in der Quartalsauswertung von Mastercard, dem Open Banking Tracker, dann auch zur Verfügung gestellt werden. Und auch hier sieht man jetzt ein bisschen weniger starkes Wachstum als bei uns, aber dennoch über jetzt das vergangene Jahr fast ein Wachstum um 15% an neu lizenzierten TPPs. Banken sind hierbei übrigens nicht berücksichtigt. Und jetzt nochmal eine Information auch darüber, wenn wir uns die API-User angucken, die jetzt hier auf der X-Achse abgetragen sind, und zwar die Top 50 API-Users, stellen wir auch fest, dass ein Großteil eben kaum Traffic verursacht. Und bei einer genaueren Auswertung sehen wir eben, dass die Top 10 API-Users für 94% des API-Traffics verantwortlich zeichnen. Das heißt, wir haben hier einen großen Longtail, der zwar auf die PSD2-APIs zugreift, aber nur wenige TPPs scheinen da ein Geschäftsmodell inzwischen am Laufen haben, das, ich würde mal sagen, so richtig funktioniert. Wenn wir ein bisschen eintauchen in das Thema Account Information Services und mal angucken, halt, da ist nochmal nicht Account Information, sondern insgesamt nochmal Vergleich ziehen, welche Use Cases werden denn überhaupt verwendet. Vielleicht erinnern Sie nochmal an die Folie mit dem Überblick über die Use Cases, die PSD2 letztlich erfordert umzusetzen. Da sieht man hier in der linken Grafik auch, dass fast 90% Account Information Services sind, die nachgefragt werden. Und nur knapp 10% fallen dann auf Payment Initiation ab. Das heißt, die große Anzahl an Geschäftsmodellen, die von Dritten nachgefragt und basiert auf dem Thema Account-Informationen abfragen, Payments initiieren, ist ein entsprechender Anteil, aber wir sehen auch hier auf der rechten Seite jetzt den zeitlichen Verlauf, da scheint nicht so wirklich ein Wachstum drin zu sein, während man bei den Account-Information-Services dann doch sieht, dass sich die kontinuierlich über das Jahr gesteigert haben. Und interessanterweise auch die Funds Confirmation, die ja als
weiterer oder drittes Standbein der PSD2 Use Cases definiert wurden, dann auch von der Europäischen Kommission, ist natürlich etwas, was wir heute nahezu gar nicht nachgefragt sehen. Und also wenn man sich in die Detaildaten reinschaut, ist es tatsächlich so, dass wir teilweise Monate haben, wo das auf den Live-Systemen überhaupt nicht genutzt wird. Noch ein bisschen tiefer eingetaucht auf der linken Seite in das Thema Account Information sehen wir, dass, ich sag mal, die unterschiedlichen Informationsbausteine, sei es jetzt Transaktionen, Balances oder Accounts als solche, durchweg nachgefragt werden. Was man allerdings erkennt, ist, dass Karteninformationen, die ganzen Card-Accounts, die jetzt eigentlich hier unten noch aufgelistet sind, dass diese auch nicht nachgefragt werden. Also es scheint hier auch in den Geschäftsmodellen der TPPs heute keine Verwendung für diese Information zu geben. Ich würde es noch kommen, aber aktuell wirkt es eher nicht so. Und auf der Payment Initiation Seite, wenn man sich anguckt, welche Arten von Payment Produkten werden denn tatsächlich genutzt, sieht man auch, also ein Großteil handelt sich einfach um SEPA Credit Transfers. Es gibt noch ein bisschen Cross-Border, ganz wenig Instant SEPA Payments und der Rest wird gar nicht genutzt. Also da ist auch so für Inlandszahlungen wahrscheinlich und für vielleicht europäische Zahlungen findet es hier Anwendung. Allerdings Cross-Border ist eigentlich kein Thema. Und auch jetzt der Wunsch auch einer europäischen Seite, sowas wie Instant Payments zu pushen in den Markt, ist anscheinend noch nicht wirklich angekommen. Gut, nachdem wir jetzt mal angeschaut haben, was eigentlich in den Systemen heute aus Indigit-Sicht bei unseren Kunden passiert, würde ich jetzt gerne mal darauf eingehen, was passiert denn eigentlich im Markt und wo bewegt sich denn der Markt aktuell hin? Wir hatten kurz mal eine Stichprobenanalyse bei uns gemacht. Die ist jetzt nicht repräsentativ und erhebt jetzt keinen Anspruch darauf, das irgendwie vollständig abgedeckt zu haben. Aber wir haben uns mal angeguckt, welche Use Case Kategorien werden denn aktuell bei europäischen Banken, die schon ein bisschen API-näher bzw. Open Finance-näher sind, welche werden da angeboten? Und haben einfach mal gezählt, welche APIs dort existieren. Und was wir festgestellt haben, ist, dass wir jetzt die Accounts und Payments, die ja durch die PSD2 auch gefordert werden, nahezu bei fast allen mit angeboten werden. Während wir jetzt weitere Use Cases zwar sehen, aber nicht bei jedem. Dennoch stellt man fest, dass es auch über Payments und Konten hinaus Anwendungsfälle gibt, wo Banken versuchen, ihre Produkte und Services nach außen zu tragen, um durch Dritte nutzbar zu machen. Sei es, dass wir jetzt hier sehen, dass Onboarding, KYC und Customer Management recht häufig schon angeboten wird, weil es letztendlich auch wieder ein Weg ist für eine Bank, ja, neue Vertriebskanäle zu öffnen, indem sie eben Dritten erlauben, neue Kunden in das System reinzuspüren. Und was wir auch sehen, ist, dass das Thema Kredite im Bereich Karten und Lending und Loans auch ein Thema ist, das langsam kommt. Ich habe hier leider noch keine zeitliche Betrachtung oder eine historische Betrachtung, wie sich diese Daten entwickeln. Was ich aber in Zukunft machen werde und vielleicht in einem der nächsten Webinare Ihnen dann auch mal mitteilen kann, was tut sich da eigentlich im Zeitverlauf auf. Nach der Stichprobe hatte ich noch ein paar andere Informationen gefunden aus einer anderen Studie, die von Platformable bereitgestellt wird, und zwar darüber, welche API-Kategorien oder API-Produktkategorien heute in den unterschiedlichen Märkten, und das geht jetzt ein bisschen weiter als rein die EU, angeboten werden. Und letztlich sieht man hier schon auch, wenn man sich mal Europa, Skandinavien anguckt, ein Großteil sind die Mandated APIs, die durch die Regulation gefordert werden. Aber Identity ist ein großes Thema. Credit Services ist jetzt in Europa noch nicht so ein großes Thema, aber in anderen Bereichen scheint es zu kommen. Und ja, Trading, Wealth Management, Investment Management sind Themen, die auch mehr und mehr Zuwachs gewinnen und wo wir mehr und mehr Offerings auch von Banken in Europa inzwischen sehen. Die Banken
versuchen das letztendlich aber nicht alleine zu entwickeln, sondern eine Analyse jetzt auch von Platformable hinsichtlich der Nutzung von existierenden Standards zeigt ja eigentlich ein recht deutliches Bild. Und als ich das zuerst gesehen habe, war ich auch extrem überrascht, weil ich hätte nie gedacht, dass die Burning Group heute so stark schon ist in der untersuchten Stichprobe. Was man aber hier echt sehen kann, ist, dass die Burning Group eigentlich den de facto Standard momentan im Open Banking, Open Finance Markt zumindest aus einer recht europäischen Sicht darstellt. Und UK Open Banking zwar, ich sag mal, ein Stück weit früher auch schon dran war, einen Standard zu veröffentlichen, der, wie wir wissen, auch in anderen Ländern als Basis genutzt wird, sei es in Australien oder weiteren Locations, aber der scheinbar nicht die Verbreitung in der Masse ja realisiert hat, wie das die Burning Group inzwischen geschafft hat. Und ja, aus dem Grund ist auch ein Thema, weshalb ich jetzt auch nochmal auf die Burning Group Weiterentwicklung eingehen will und Ihnen nochmal zeigen will, was passiert denn bei der Burning Group über das hinaus, was jetzt die PSD2 eingangs gefordert hat. Die Burning Group hat sich entwickelt, zumindest jetzt im Bereich der Standardisierungssetzung für Open Banking, Open Finance, dass sie am Anfang damit gestartet hat, die PSD2-Anforderungen umzusetzen in ihrem Next-Gen-PSD2-Standard, der eigentlich die Basis für die PSD2-Compliance geliefert hat. Da kamen aber dann nach kurzer Zeit schon die ersten Anfragen, auch von der Marktseite, von den Banken, aber auch von den TPPs, jetzt diese Standardisierung zu erweitern und letztlich den Zugriff auch für TPPs zu vereinfachen mit weiteren Extensions, die auf diese Basis-Compliance-Standardisierung aufgesetzt wurden. Und nachdem wir dann auch in anderen Märkten gesehen haben, wie sich inzwischen ja das Thema Open Finance weiterentwickelt, beyond Banking and Accounts, hat auch die Burling Group festgestellt, es reicht nicht, dass man eben sich nur diese Themen anschaut, sondern man braucht auch Lösungen für weitere Themen. Und genau da werde ich jetzt dann gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Bevor ich das mache jedoch, vielleicht nochmal kurz die Überlegung, wenn eine Bank heute Open Finance APIs umsetzt, stellt sich schon immer wieder die Frage, wie lässt sich das eigentlich monetarisieren? Weil dummerweise mit der PSD2 hat man zwar geschafft, jetzt in Richtung Open Finance ein gutes Stück weiterzukommen im europäischen Markt, aber die Banken haben eigentlich nicht viel davon. Sondern es geht eigentlich darum, den Wettbewerb im europäischen Finanzmarkt zu stärken, aber weniger darum, dass für die Banken entsprechend auch die Investitionen, die sie getätigt haben, auch wieder sich letztendlich amortisieren. Was man natürlich machen kann grundsätzlich, das ist jetzt bei der Thematik der PSD2 Compliance APIs, also was jetzt Payments und Accounts betrifft, nicht möglich anzusetzen, aber für alles Weitere durchaus denkbar, nämlich dass man versucht, diese APIs direkt zu monetarisieren. Und zwar, indem man die Nutzer dieser APIs, die Third Parties, direkt zur Kasse bittet und quasi ein Pay-per-Use-Modell fährt. Das ist insbesondere für APIs interessant, wo man Daten zur Verfügung stellt oder spezifische API-Produkte, die es vorher als solche wahrscheinlich noch gar nicht gab. Beispiele hierfür wären zum Beispiel, dass man auf Wertpapierkonten zugreifen kann oder dass man Wertpapierdaten und Preise abrufen kann oder aber auch das Thema, ich übermittle für Dritte in einem sicheren Umfeld Dokumente an einen End-User. Das wären Beispiele, die ich heute eigentlich direkt monetarisieren könnte und die Nutzer der APIs dafür zahlen lassen können. Eine andere Möglichkeit, das zu machen, ist, dass ich versuche, mit Open Finance APIs indirekt Revenues zu generieren. Und zwar nicht durch die API-Nutzung an sich, sondern weil hinter der API-Nutzung eigentlich ein anderes Produkt steht. Das heißt, ich öffne mich selbst als Bank und biete, wenn man so will, eigentlich einen neuen Verkaufskanal über Dritte an, um meine eigenen Produkte und Services nach außen zu tragen.
Und wiederum mit diesen Produkten und Services verdiene ich dann als Bank Geld. Beispiele hierfür wären das Öffnen in Richtung Krediten, speziellen Payment-Methoden vielleicht, auch im Business-Umfeld, oder aber auch, wenn ich sage, ich möchte Dritten ermöglichen, für meine Endkunden oder zukünftigen Endkunden Konten zu eröffnen, ist es etwas, wo ich sage, ich externalisiere die Arbeit des Vertriebs und des Onboardings eigentlich an Dritte und versuche mir da eigentlich einen Plattformgedanken, eine Lösung aufzubauen, dass die Dritten mir helfen, das Geschäft zu machen. Und das sind so diese beiden Hauptaspekte, die ich jetzt heute auch sehen würde, wie man Open Finance APIs monetarisieren kann und wo es durchaus einige Möglichkeiten auch gibt, die wir vielleicht in Folgen auch nochmal kurz sehen werden. Was macht also die Berlin Group über Payments und Accounts hinaus? Im Grunde genommen die ersten Extensions für die Next-Gen PSD2 fassen zum Beispiel jetzt die Angabe von Trusted Beneficiaries. Das heißt, dass ein TPP die Möglichkeit hat, auch abzufragen, wer jetzt ein Trusted Beneficiary ist. Und umfasst wahrscheinlich auch in der Zukunft die Möglichkeit, das ist heute noch nicht realisiert, aber gegebenenfalls auch das in Zukunft durch Dritte managen zu können. Das heißt, für diese Trusted Beneficiaries braucht der Endkunde keine Strong Customer Authentication bei einer Zahlungsinitiierung durchzuführen und hat somit eigentlich recht ja, komfortablen Fluss, um eine Zahlung zu initiieren, insbesondere dann, wenn man Zahlung häufig immer zu dem gleichen Kreditor durchführt. Was es inzwischen auch schon gibt, sind weitere Account Information Services, sei es jetzt für Single Cards oder auch für Savings und Loans, wo die Berlin Group heute schon die Möglichkeit bereitstellt, dass Dritte Informationen über dedizierte Karten und dann aber auch Informationen aus dem Kartennetzwerk über Pending Payments abrufen kann oder aber auch Informationen über Sparkonten oder Kreditkonten, die ja heute nicht von der Regulatorik abgedeckt sind, aber die jetzt im Sinne eines Multibanking-Ansatzes beispielsweise für den Endkunden natürlich hochrelevant sind, wenn er irgendwie eine Gesamtsicht auf seinen Finanzstatus haben will, dann gehört halt dieses Thema einfach mit dazu. Neben den AIS-Services wurde auch dieser FCS Consent Establishment Service weiter ausgebaut, der ermöglicht, dass ein Dritter auch Consents für die Funds Confirmation über APIs erstellen kann, was es im ersten Entwurf des Standards nicht mit enthalten war, was aber von Marktseite nachgefragt wurde. Wobei man heute ehrlich gesagt auch sagen muss, die Anwendung, zumindest in dem, was wir sehen, findet heute noch nicht statt. Lean Push Service ist eher eine technische Lösung, aber das adressiert eigentlich dieses Thema, das wir ganz am Anfang in dem API-Traffic gesehen haben, in dieser Statistik, wo wir diese Ausreise im Oktober und November hatten, wo die Berlin Group heute inzwischen eben Services anbietet, die erlauben, dass ein Dritter eine Push-Information bekommt, sobald sich ein Status beispielsweise von einem Payment oder von einem Consent geändert hat. Das heißt, es findet dann technisch gesehen kein Polling mehr statt, dass ein TPP immer wieder den Status anfragen muss, was nämlich am Schluss zu erhöhtem Traffic führt, sondern der TPP kriegt und kann sich darauf verlassen, dass er diese Information kriegt, ein Update gesendet, wenn für einen spezifischen Consent oder ein spezifisches Payment da eine Status-Update-Information zur Verfügung steht. Hier sieht man auch noch mal ein bisschen dargestellt, ich habe mal versucht, ich erhebe jetzt auch keinen Anspruch darauf, dass das 100% vollständig ist, aber man versucht, darzustellen, wie lässt sich das monetarisieren. Und gerade bei diesen pinken Geldscheinbündeln geht es eben darum, dass es schon da die Möglichkeit gibt, solche Services auch kostenpflichtig an Third Parties anzubieten oder aber, indem man jetzt indirekt, zum Beispiel beim Consent Establishment, sich auch Kosten einsparen kann, nämlich indem man einfach Prozesse, die vorher vielleicht manuell hätten ablaufen müssen, hier automatisiert und digital zur Verfügung stellt. Ja,
Die ersten Schritte zu Open Finance von der Berlin Group sind gemacht und 2021 gab es auch schon die ersten Veröffentlichungen hier. Und da kurz darauf eingegangen, wir haben inzwischen einen Standard verfügbar für die Push Account Information Services. Grunde genommen handelt es sich da um eine Erweiterung der Lean Push Services auf der linken Seite, was jetzt inzwischen einfach mehr Daten umfasst, die jetzt hier auch zurückgesendet werden können an die Third Party. Wir haben ein ganz heißes Thema aus meiner Sicht, eigentlich das ganze Request to Pay, wo die Berlin Group hier auch schon einen Entwurf gemacht hat, wie denn die APIs für Receiver Payment Service Provider, also diejenigen, die jetzt die Request to Pays empfangen, aussehen soll. Das ist im Grunde genommen, wer von Ihnen das RTP-Schema kennt, es geht ja darum, dass beispielsweise ein Merchant ein Request to Pay an den Endkunden schickt und das Ganze über eine Netzwerkinfrastruktur an einen Receiver RTP-SP. Das heißt, es ist derjenige, der diesen Request dann kommt und der eigentlich eine Push-Information an den Endkunden schickt und sagt, du pass mal auf, da möchte jemand Geld von dir haben, bitte initiier das Payment. Und hier gibt es inzwischen eine Standardisierung und vielleicht können wir da auch mal in einem der nächsten Webinare drauf eingehen, dass wir uns das mal genauer anschauen. Aber hier ist es in der Tat so, dass ich glaube, dass da ein recht interessantes Thema, ein interessanter Use Case heute standardisiert auch schon zur Verfügung gestellt ist, der auch in anderen Ländern schon zu einem gewissen Grad auch genutzt wird. Eine weitere Erweiterung der Resource Stats Notification Service ist jetzt auch wieder eine technische Information oder eine technische Erweiterung, die hauptsächlich auf dem Push Service auch basiert, würde ich jetzt momentan gar nicht mehr darauf eingehen. Wenn wir uns angucken, was die Berlin Group jetzt für 2022 geplant hat, das sind auch die Sachen, die Sie vielleicht auf der Webseite dort schon gesehen haben oder wenn nicht, können Sie sich das auch nochmal anschauen und runterladen. Also auf der Download-Page von Open Finance gibt es dort auch den Workplan 2022 veröffentlicht und da gibt es einige Themen, die 2021 schon in der Bearbeitung waren, wo die Standardisierungssetzung schon begonnen hat, die aber noch nicht abgeschlossen ist und die jetzt bis Ende Q2 eigentlich fertiggestellt werden soll. Da sehen wir auch wieder, gibt es weitere Account Information Services hier jetzt inzwischen für Securities, das heißt Zugriffe auf Depots, Orders und Transactions, was bisher heute nicht durch Dritte über den Standard zugreifbar waren. Es geht darum, Payment-Initiierungen zu erweitern und hier gibt es eigentlich ein paar interessante Use Cases, wo ich sage, die hören sich wirklich spannend an, erfordern aber auch von der Bankenseite, glaube ich, dass sie an ihren Backend-Systemen und an den Payment-Offerings, die sie heute haben, glaube ich, noch einiges ändern müssen. Aber da geht es beispielsweise um Themen wie die Reservierung von Funds auf den Konten, ähnlich wie man das ja heute schon bei Kreditkarten machen kann. Und dann die nachgelagerten Zahlungen auf Basis einer solchen Funds Authorization. Und das finde ich einen ganz, ganz interessanten Ansatz, um eigentlich dann auch ja, den Kreditkartenanbietern da ein Stück weit Konkurrenz bieten zu können mit den Konten, die dann allerdings um so eine Funktionalität auch in den Systemen der Bank erweitert werden müssen. Es geht darum auch um die Erweiterung in Richtung Pay by Loan oder Buy Now, Pay Later. Ich glaube auch ein Stichwort, das momentan sehr heiß im Markt diskutiert wird. Oder aber auch um die Ausführung von SEPA-Lastschriften. Das ist auch ein Thema jetzt im nächsten Bereich, SEPA Direct Debit Mandate Authorization. Manche andere Länder haben das schon realisiert, dass sie auch E-Mandate zur Verfügung stellen können über ein System, wo auch die Banken im Backend miteinander vernetzt sind. Hier geht es genau darum, dass über die APIs dann auch die Möglichkeit gegeben werden soll, E-Mandate sicher erstellen und auch autorisieren zu können. Die Integrated ID Services stellt auch eine interessante Nutzung von oder Erweiterung von Payments dar. Hier ist das Ziel, die Payment-Initiierung so zu erweitern, dass der auslösende TPP auch weitere Informationen über den Zahler bekommt, beispielsweise über dessen Alter oder aber über seine Adresse und somit eine Adressvalidierung mit dem Payment verknüpfen kann oder auch Informationen wie eine Steuer-ID bekommen.
sind jetzt natürlich Spezialfälle, die aber doch immer wieder auch im E-Commerce Anwendung finden, weil man beispielsweise wissen muss, ob jemand ein entsprechendes Alter hat, um gewisse Produkte oder Services konsumieren zu dürfen. Der Basic Document Service ist jetzt eine neue Art von Dienstleistung, die Banken anbieten können. Da geht es letztlich darum, auch Dritten die Möglichkeit zu geben, beliebige Dokumente über die Bank an Endkunden sicher bereitzustellen. Das machen ja heute schon einige Banken, dass sie dann eigentlich so ein Secure Vault zur Verfügung stellen, wo Kunden dann auch Dokumente abgelegt bekommen, einerseits von der Bank, aber wo sie vielleicht auch die Möglichkeit haben, weitere hochzuladen und das eben auch Dritten zu öffnen, um hier eine weitere Dienstleistung den Endkunden auch anzubieten. Die Discovery API sind jetzt eher Erweiterungen, die den TPPs helfen werden, ja, spezifische Konfigurationen der APIs, die verfügbaren erweiterten Services auch technisch anzufragen und somit dann eben digital automatisiert auch auswerten zu können. Wenn wir uns anschauen, was passiert, dann ab wahrscheinlich Q3, da geht es dann um die Standardisierung von dem Account-Opening-Prozess, der heute ja noch nicht standardisiert zur Verfügung gestellt wird, aber der dann eigentlich ermöglichen soll, für existierende Kunden, aber auch für neue Kunden, neue Zahlungskonten anzulegen, vielleicht auch weitere Konten und dabei die Themen KYC, elektronische ID, elektronische Signatur mit umfasst, sodass ich eigentlich am Schluss einen End-to-End-Prozess bekomme und den digitalisiert, auch API standardisiert haben. Also ich glaube, wenn wir damit irgendwie draußen sind, werden wir auch eine wirklich gute Lösung haben, die sich dann flächendeckend auch im Markt, glaube ich, etablieren wird, weil es einfach ja heute eine Notwendigkeit ist, die viele Banken auch schon umgesetzt haben. Wir hatten es vorhin ja gesehen in den erweiterten Use Cases bei der Stichprobe, die ich mal gemacht hatte. Aber das wird, glaube ich, in der Breite noch viel, viel mehr kommen. Weitere Dokumentservice für Payments und RTPs, wo ich jetzt nicht genau darauf eingehen will. Es gibt erste Schritte in Richtung Digital Ledger Technologien, Blockchains und Smart Contracts. Wie kann man Payments, die durch Smart Contracts initiiert werden sollen, dann tatsächlich auch ausführen und am Schluss auch verknüpfen, sodass man weiß, welcher Digital Contract war jetzt der Initiator eines Payments. Sowohl, dass es aus der Sicht des Zahlenden als auch des Zahlungsempfängers dann auch möglich ist, zu evaluieren. Also da bin ich gespannt, was da am Schluss rauskommen wird. Die Nutzung wird natürlich sehr stark auch davon abhängen, wie sich dann am Schluss ja Digital Ledger Technologien durchsetzen werden. Aber schauen wir mal, was da die Marktseite am Schluss entwickeln wird. FX-Business ist ein Thema, was noch 2022 erarbeitet werden soll, wo es hauptsächlich auch davon geht, dann FX-Zahlungen abzusichern. Und für uns aus unserer Sicht als Indigit auch ein sehr interessantes Thema, wie man Mortgages und Loans standardisiert über APIs zur Verfügung stellen kann. Sei es, dass man Offerings, also Angebote für Kredite und Hypotheken bei Banken anfragen kann und die standardisiert über APIs zur Verfügung gestellt werden. Oder auch ganze Application-Prozesse für Kredite standardisiert zur Verfügung stellt. Wer uns ein bisschen näher kennt, weiß wahrscheinlich, dass wir hier auch schon heute am Markt sind mit Lösungen, die sowas auch im Mobility-Umfeld für die Finanzierung von Autos, Motorrädern etc. zur Verfügung stellen. Und da jetzt auch einen Standard zu bekommen, der dann flächendeckend in der Breite für Interoperabilität sorgen wird, ist, glaube ich, auch mehr als notwendig. Es gibt noch ein paar Weiterentwicklungen im Bereich der Architektur, die jetzt weniger auf Business Use Cases getrimmt sind. Was vielleicht ganz interessant noch ist, ist das Thema Direct API Access. Bisher waren es ja häufig Drittparteien, Third-Party-Provider, denen es erlaubt wurde, jetzt auf Konten oder Produkte der Bank zugreifen zu können. Interessant wird es aber auch, wenn Firmen direkt auf ihre eigenen Ressourcen zugreifen wollen, weil Firmen beispielsweise selber Systeme haben, wo sie Kontoinformationen verarbeiten wollen, wo sie eigentlich nicht den Weg gehen wollen über eine Third Party. Und da wird es eben in der Zukunft auch Weiterentwicklungen im Standard geben,
sodass man jetzt nicht unbedingt als lizenzierte Third Party auf Konten und Daten zugreifen kann, sondern dass es auch über einen direkten Zugriff durch die Kunden möglich sein wird. Neben dem Direct API Access ist ein weiteres Thema, das uns freut, dass es eigentlich auch 2022 in den Workplan mit aufgenommen wurde, ist der Versuch, den gesamten Standard oder das Standard Framework der Berlin Group in Richtung PAPI-Kompatibilität zu bringen. PAPI ist eine Erweiterung von OpenID Connect und stellt einen Standard dar, wie man Financial Grade APIs absichern und zur Verfügung stellen kann. Und PAPI löst eigentlich dieses Grundproblem, dass nahezu jeder im Supply-Bereich von Open Finance APIs hat, nämlich wie sichere ich diesen Zugriff auf Bankprodukte und Services sauber ab? Und wie mache ich das so, dass das auch Angriffen von Dritten gegenüber standhält? Und PAPI ist ein Standard, der, wie wir glauben, sich in der Zukunft etablieren wird. PAPI bildet die Grundlage heute schon von UK Open Banking und ist in zahlreichen weiteren Open Finance, Open Data Standards schon mit integriert. Und ja, die Berlin Group ist eben auch auf dem Weg dorthin, hoffe ich, eine PAPI-Kompatibilität in der Zukunft bereitzustellen. Und was wir halt sehen, ist, dass wir da auch schon im Markt heute eine Nachfrage haben in Richtung, wie sichere ich mich als Bank ab, wenn ich Services und Produkte der Bank nach außen exponieren will über APIs, weil das ist eine Thematik, die ist eigentlich nicht ganz trivial. So, wir hatten ja schon angekündigt, dass wir die Kurzumfrage machen. Wir werden hier auf die Punkte kurz eingehen. Ich zeige die nochmal ganz schnell nochmal im Überblick, damit, falls Sie nochmal spicken wollen, auch nochmal nachgucken können, um was handelt es sich eigentlich. Aber dann würde ich dich, Sebastian, bitten, dass du vielleicht kurz die Umfrage startest. Ja, Marc, vielen Dank für den interessanten Überblick über die Neuerungen, die der Workplan vorsieht. Wir hatten einige Bankenvertreter unter den Teilnehmern des Webinars und da wäre es für uns natürlich ganz spannend herauszukriegen. Die erste Frage richtet sich an alle Teilnehmer im Grunde, aber bitte bedenken Sie immer, dass wir darauf abzielen, dass Sie uns verraten, was halten Sie persönlich für die Banken, für die wichtigsten Trends aus dem Workplan. Sie können jetzt abstimmen und wir sind gespannt, welche dieser Bereiche Sie für die relevantesten halten, für Banken. Wie gesagt. Okay, 5 Sekunden noch und wir schauen uns die Ergebnisse an. Okay, also was wir schon mal sehen, sehr spannend. Es scheint doch nahezu alle in irgendeiner Art und Weise interessant zu sein. Ich glaube auch nicht ganz verwunderlich, weil natürlich die Berlin Group jetzt auch nicht Sachen entwickeln will, die jetzt überhaupt keine Relevanz aus ihrer Sicht haben. Aber was man schon sieht, ist, dass der Account Opening und die Erweiterung von Payments nach wie vor hier als die wichtigsten angesehen werden. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht dazu viel Bias mit reingebracht durch meine Ausführungen vorher, aber es ist in der Tat auch so, dass ich auch glaube, also, dass gerade das Thema Account Opening halt echt ein heißes Thema ist, wo eigentlich eine Standardisierung auch überfällig ist. Okay, machen wir vielleicht weiter mit der zweiten Frage, oder? Ja, vielen Dank für Ihre rege Beteiligung. Was wir uns überlegt haben, besonders spannend würden wir jetzt finden, wenn alle Teilnehmer des Webinars ausdrücklich, die bei Banken arbeiten, uns Feedback geben könnten, welche dieser Thematiken haben Sie denn tatsächlich für die nächsten Jahre auf Ihrer Agenda in Ihrer Bank, in Ihrem Unternehmen? Einfach um den Abgleich haben zu können zwischen dem, was praktisch Sie als relevant erachten und dem, was Sie tatsächlich planen, auch umzusetzen. Bitte schön, also die zweite Umfrage richtet sich jetzt wirklich ausdrücklich bitte nur an die Vertreter von Banken unter Ihnen.
Ja, und wir sehen schon deutlich weniger Beteiligung. Das macht statistisch durchaus Sinn. Bestätigt also unser Vorgehen. Also nochmal kurz zur Erklärung, was wir uns darunter vorgestellt haben. In der ersten Frage wollten wir von allen Teilnehmern wissen, welche dieser Bereiche aus dem Workplan der Berlin Group halten Sie für Banken für besonders relevant? Und jetzt freuen wir uns darauf zu sehen, was die Banken denn tatsächlich planen für die nächsten 2 bis 3 Jahre. Also was wird hier im Bankenbereich konkret umgesetzt werden? Die Spannung steigt. Und bitteschön. Ja, das Ähnliches Bild. deckt sich eigentlich mit der Ja, ersten Umfrage. genau. Also Account Opening und Payment Initiierungserweiterungen sind die Themen der Wahl. Interessant, dass Mortgages und Loans gar nicht auftauchen, während weitere Zugriffsmöglichkeiten und weitere Services dennoch Anklang finden. Ist für mich ein interessantes Ergebnis, insbesondere weil ich habe eigentlich, also mich am stärksten überrascht wird, dass Mortgages und Loans überhaupt nicht auftauchen, was für mich jetzt eigentlich zwei Rückschlüsse zulässt. Entweder es scheint kein Thema zu sein, weil Banken gegebenenfalls nicht sehen, dass hierfür künftig Revenues über den API-Kanal realisierbar sind. Oder aber es gibt schon Lösungen. Was ja natürlich auch irgendwie der Fall sein kann, dass das halt schon eins der Themen ist, die schon fertig sind bei den Teilnehmern, die halt hier auch jetzt gerade im Webinar mitgemacht haben. Oder Marc, denkbar natürlich auch, das Thema ist technisch vielleicht auch einfach noch zu weit weg für die nächsten 2 bis 3 Jahre. Mag zwar sein, wobei ich hier sagen würde, da können wir das Gegenteil beweisen, weil wir gerade hier mit einer Lösung im Markt sind, die genau das Thema Loans, Mortgages noch nicht, aber Loans schon in der Breite abdeckt. Wir haben auch Versuche schon unternommen, Mortgages zu lösen. Da haben wir die ersten Erfahrungen sammeln können, wobei sich das in der Tat noch ein bisschen schwierig gestaltet, weil eigentlich so ein End-to-End-Mortgage-Prozess sich eigentlich nicht vollkommen digital lösen lässt. Wenn wir dann bei, ich sag mal, geringfügigeren Kreditsummen durchaus an eine Vollautomatisierung beziehungsweise eine volle Digitalisierung gehen und denken können. Genau. Und ich sag mal, gerade im Markt sieht man es ja auch gerade im Buy Now, Pay Later Thema, sind ja Unternehmen wie Affirm, Klarna und weitere, PayPal beispielsweise auch unterwegs, die natürlich jetzt die Finanzierung von Konsumerkrediten oder im Rahmen von Konsumerkrediten in der Breite schon anbieten. Gut, also soweit der Abgleich mit der Realität unserer Teilnehmer. Vielen Dank dafür. Marc, bitte. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich fast schon am Ende. Es gibt noch einen kleinen Ausblick. Und zwar hatte ich ja gesagt, das Thema Open API Security ist nochmal was, wo wir aktuell aktiv sind. Im Grunde genommen umfasst das Thema, eine FAPI-Kompatibilität herzustellen. Und was wir hier anbieten, ist, dass wir, egal welche APIs eine Bank in Zukunft an Third Parties veröffentlichen will, geht es immer wieder darum, das sicher zu gestalten. Und während die Business-Dimension und die Dimension der fachlichen Datenmodelle immer eine spezifische Thematik ist, die gegebenenfalls auch von Banken gepusht wird oder bestimmt wird, ist das Thema der Sicherheit eigentlich ein globales, das sehr, sehr stark wiederverwendbar ist. Und genau an dieser Stelle schieben wir uns eigentlich in dieses Gesamtsystem mit rein und ermöglichen, dass eben Drittparteien im Auftrag von Endkunden auf Bankdaten und Services sicher zugreifen können. Das heißt, wir stellen die Sicherheitsmechanismen auf API-Ebene zur Verfügung, dass sowas nur unter den entsprechenden auch regulatorischen Sicherheitsaspekten durchgeführt werden kann. Wir nutzen dafür Technologien wie OAuth2, OpenID Connect beziehungsweise FAPI als Standard und ermöglichen damit eigentlich den TPPs und auch den Banken ja hier auf wiederkehrende Lösungen zu setzen, die immer wieder ja von neuem gestellt werden müssten, wenn man APIs exponieren will.
Das heißt, was wir hier liefern, ist erstmal nicht die fachliche Dimension einer API. Die können wir zwar auch liefern, jetzt sei es im Rahmen von dem PSD2 Compliance oder OpenWelt, wo wir heute auch schon aktiv sind. Es kann aber auch sein, dass jetzt eine API oder verschiedene APIs von Banken zur Verfügung gestellt werden, wo wir uns auch als Edit gar nicht fachlich beteiligen müssen, aber wo wir eben anbieten, die Sicherheit hierfür zu lösen. Und das eben dann im Zusammenspiel auch mit dem Endkunden, sodass der Endkunde dann den Zugriff autorisieren muss, eben je nachdem, was gefordert wird über eine normale Authentifizierung oder auch eine Strong Customer Authentication, mit der Berücksichtigung der existierenden Identity- und Access-Management-Systeme der Banken mit unterschiedlichsten First- und Second-Factor-Methoden. Und das ist etwas, was Sie von uns aus einer Hand auch in der Zukunft erhalten können, wo wir ja eine entsprechende Customisierbarkeit auch zur Verfügung stellen, sodass wir dann auch, gerade wenn es ums UI geht, dass dann der Endkunde auch sieht, dann das auch so gestalten können, dass es im Look and Feel der Bank ist. Ja, und im Grunde genommen ermöglichen wir dadurch eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht nur den sicheren Zugriff auf Open Banking, Open Finance APIs, sondern eigentlich auch beliebige Open APIs, die jetzt auch noch in ganz anderen Verticals relevant werden können. Ja, damit möchte ich eigentlich schließen. Als Ausblick noch, wenn Sie Fragen haben, sei es jetzt zu konkreten Angeboten von Indigit, sei es jetzt zu dem Thema, sei es zu den Statistiken und Zahlen, die wir gezeigt haben, können wir das gerne jetzt noch machen. Und dann bedanke ich mich schon mal herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für die Teilnahme. Ja, und hoffe, dass wir vielleicht auch in Zukunft in Kontakt bleiben können. Danke. Vielen Dank, Marc, für den interessanten Vortrag. Vielen Dank auch für Ihr Interesse. Sollten Sie Fragen haben, wie gesagt, aus Datenschutzgründen, geben Sie die bitte über das Frageformular in dem Bedienpanel unten rechts ein. Einige Fragen sind gekommen. Schauen wir hier mal rein. Marc, einer der Teilnehmer würde gerne wissen, ist mit der weiteren Entwicklung zum Beispiel Pay by Loan, Request to Pay, und Reservierung von Geldern über Direktzugriffs-APIs für Unternehmen und digitale Verträge, SEPA-Lastschrift-E-Mandate gemäß Pressemitteilung der Berlin Group vom 27. Oktober 2020 zu rechnen. Da hat jemand viel Zeit gehabt. Ja. Also ich weiß noch gar nicht, waren viele Themen, ob ich mir die jetzt alle merken kann. Aber wir hatten ja jetzt gerade im Ausblick auf das, was jetzt im WordPress 2022 drin steht, schon auf fast alle dieser Themen eigentlich Bezug genommen. Das heißt jetzt das Thema Request to Pay, wo ja heute schon Standards durch die Berlin Group definiert worden sind, als auch zu den anderen Themen wie Fundsreservierung war, glaube ich, drauf. Wir hatten noch E-Mandate und das sind Themen, die tatsächlich kommen werden. Und ich bin ja neben meinem Job hier als CPO bei Indigit, bin ich inzwischen auch als Advisory Board Mitglied bei der Berlin Group mit dabei. Und das sind Themen, die wir auch dort diskutieren, teilweise zusammen eben mit der Taskforce und wo es heute schon die ersten Entwürfe auch gibt intern, die dort eben die Weiterentwicklung vorantreiben. Also die gute Nachricht hier, die Berlin Group setzt auch tatsächlich das um, was sie in Pressemitteilungen mitteilt. Auf jeden Fall. Und was sehr interessant war, was Marc ja auch dargestellt hat, es ist tatsächlich eigentlich der Standard der Berlin Group, kann man so sagen, der Goldstandard momentan im Bereich Open Banking. Genau, also zumindest scheint es jetzt laut dem Bericht von Platformable tatsächlich eben der weit verbreiteste Standard im Markt zu sein. Von daher glaube ich auch ein ganz guter Weg auch für Banken genau darauf zu setzen. Und ja, nachdem wir das auch, ich sag mal, Gott sei Dank, als Strategie bei uns damals gewählt haben, um auch die PSD2 Compliance für uns, für Kunden zu lösen, haben wir da eigentlich jetzt eine extrem gute Ausgangsbasis auf zukünftige Weiterentwicklungen für unsere Kunden oder für zukünftige Kunden auf Bankenseite auch lösen zu können. Ein Klassiker unserer Digit Webinare, die berühmte Schweizfrage, auch dieses Mal wieder vertreten. Einer der Teilnehmer fragt, sind einige dieser Neuerungen der Berlin Group denn auch für die Schweiz relevant? Und wenn ja, in welcher Form? Also grundsätzlich muss man ja sagen, also erstmal ja, auf jeden Fall. Die Berlin Group ist ja jetzt nicht eine Institution, die jetzt Standards nur für
Europa oder die Europäische Union macht, sondern das war jetzt, ich sag mal, die Ausgangssetzung, dass Next-Gen PSD2 auf Basis der EU-Regulatorik entstanden ist. Nichtsdestotrotz kann man diesen Standard natürlich auch in der Schweiz einsetzen und auch alles, was darauf aufbaut. Wir sehen natürlich in der Schweiz heute schon gewisse Entwicklungen. Da gibt es auch Gremien, sei es jetzt Open Wealth, SFTI, Commons API und weitere, die natürlich auch aus der Schweizer Sicht versuchen, in Standardisierungen vorzudringen, wo es aber auch schon entsprechend Gespräche zwischen den Standardisierungsgremien gibt. Also sei es, dass jetzt, ich glaube, SFTI auch sehr stark mit der Berlin Group im Austausch ist oder auch, was wir ja als Digit auch machen können, dadurch, dass wir beispielsweise auch im Open Wealth Verein Mitglied sind, dass wir genau diese Themen zwischen Open Wealth, was in der Schweiz passiert und was jetzt auch in der Zukunft bei Berlin Group kommen wird, dass wir hier einen Austausch anregen und natürlich die Standardisierung auch versuchen, möglichst in gemeinsame Zielsetzung reinzukriegen und idealerweise einen Standard zu etablieren. Weil ich glaube, das ist das Wichtige, was man braucht, eine Interoperabilität. Und das ist sowohl für die EU als auch für die Schweiz relevant. Und vielleicht noch ein Punkt, nicht nur der Ausblick jetzt von den Weiterentwicklungen der Berlin Group, sondern auch wenn wir uns angucken, das, was wir als Digit momentan mit dem Sicherheitslayer machen, ist es auch eine Thematik, die in der Schweiz heute eine hohe Nachfrage genießt. Was wir da sehen, ist, dass ja SIX mit der B-Link-Plattform eine Open-Banking-Anwendung zur Verfügung stellt, die auch Sicherheit über eine gewisse Art und Weise von den Banken erfordert. Und das, was wir hier anbieten, ist, dass unser Open-API-Security-Layer auch B-Link-kompatibel ist. Das heißt, wir können das, was B-Link fordert, was weitestgehend auf OAuth2 basiert, können wir out of the box unterstützen. Das heißt, im Grunde genommen braucht eine Bank sich diese Thematik oder diese Fragestellung gar nicht mehr selber zu stellen, sondern kann sie von Indigit gelöst bekommen. Und ja, da sieht man halt auch, dass wir auch im Schweizer Markt hier mit unseren Lösungen, glaube ich, sinnig agieren können und Kunden und Banken helfen können, da schnell auch in Open Finance vorzudringen. Angesichts der Zeit eine letzte Frage. Inwiefern ist auch das Thema FAPI Teil des Workplans der Berlin Group und was sind hier sinnvolle erste Anwendungsfälle? Ja, also FAPI, wie wir gesehen haben, ist ein Thema, das momentan diskutiert wird. Die Berlin Group versucht momentan herauszufinden, inwieweit sich das Standard Framework auf FAPI angleichen lässt, wie vorhin schon erwähnt. Und es geht tatsächlich darum, hier auch in Richtung globaler Interoperabilität zu gehen. Und erste Anwendungsfälle für FAPI beziehungsweise für Teile davon ist letztlich das, was wir heute eben schon sehen mit Standards wie UK Open Banking oder auch im australischen Umfeld mit dem Open Data Act, wo versucht wird, eben nicht nur auf Basis von Finanzdaten Dritte mit Informationen zu versorgen, sondern auf die breiteren Rahmen. Aber hier findet FAPI schon Anwendung. Und wie gesagt, in einer abgespeckten Version ist es natürlich etwas, was jetzt gerade im Schweizer Markt für B-Link auch Anwendung findet. Gut, Marc, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr wieder eine Punktlandung. Vielen Dank auch an die Teilnehmer für ihr Interesse. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns wie immer gerne persönlich, mal direkt oder über unsere Website. Wir würden uns freuen, Sie auch bei unseren weiteren Webinaren wieder begrüßen zu dürfen. Auf unserer Website finden Sie übrigens auch die Aufzeichnung der vorherigen Webinare. Auch das bei Interesse immer eine gute Quelle, um auch über andere Themen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen, auf dem Laufenden zu bleiben. Ansonsten vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Arbeitstag und bis zum nächsten Webinar von Indigit. Tschüss!